here is a world of communication, bringing together all people in a new era of understanding. Keine Angst, liebe Zuschauer daheim an den Empfangsgeräten oder von wo auch immer Sie uns gerade zusehen. Keine Angst, diese kleine Familiensendung mutiert weder klammheimlich noch in aller Öffentlichkeit zum Format Journalisten interviewen Journalisten. Nichtsdestoweniger und trotz alledem, an ein paar Schreiberlingen kommt man beim Thema Internet einfach nicht vorbei. An Mercedes Bunz zum Beispiel. Die gute Frau Bunz war dereinst an der Gründung der Zeitschrift Debug beteiligt, dem Magazin für elektronische Lebensaspekte. Später schrieb sie ihre Doktorarbeit über die Geschichte des Internet, prägte quasi im Vorübergehen den Begriff urbane Penner und ist seit neuestem Chefredakteurin von Tagesspiegel Online. Was das Netz mit dem Wald zu tun hat, den wir bisweilen vor lauter Bäumen nicht sehen, dies und noch viel mehr erklärt uns nun Mercedes Bunz. Informationsüberflutet sind wir immer im Leben. Man muss nur durch einen Wald gehen und man kann überhaupt die ganzen Baumbezeichnungen, die ganzen Tiere, die man da antrifft, man wird dieser Informationsüberflutung überhaupt nicht Herr, mit der man da konfrontiert ist. Im Internet ist es auch nicht anders als in so einem Wald. Bestimmte Bäume kennt man, andere kennt man nicht. Damit geht man in einem Wald ganz souverän um. Das kann man im Internet auch. Es liegt so ein bisschen daran, dass wir Medien gewöhnt waren, die den Rundumversorgungsanspruch hatten, wie Tageszeitungen eben, die mir suggeriert haben, ich liefere einen kompletten Überblick über das, was in der Welt passiert. Und dann hatten wir so ein Medium wie das Internet und plötzlich haben wir gemerkt, hey, es gibt noch viel, viel mehr Informationen. Es gibt hier noch diese Nische und dort diese Nische und dort diese Nische. Das Tolle am Internet ist, dass all diese Nischen plötzlich möglich wurden, oder dass die überhaupt sichtbar wurden, sagen wir eher so. Die konnten erst da gesehen werden. Und das hat natürlich die Souveränität der ehemaligen Informationsmedien etwas erschüttert. Aber das war auch gut so. Man muss auch sagen, die Leute sind ja in gewisser Weise immer schon auch selbst verantwortlich dafür gewesen, was sie wissen wollten. Und jetzt können sie wirklich sehr vieles, was sie wissen wollen, auch wissen können. Das ging vorher nicht so gut. Der Zugang zum Internet sollte wirklich da sollte jeder ein Recht drauf haben, sagen wir es mal so. Also Wireless LAN in den Städten wäre schon langsam angebracht und zwar auch wirklich vom Staat angeboten. Es gibt keinen Grund, das privat zu machen. Das wird das wichtigste Informationsmedium werden, gerade weil Fernsehen und Tageszeitungen alle da hineinwachsen. Deshalb sollte das staatlich unbedingt unterstützt werden. Man sollte nicht immer nur nach gesetzlichen Regelungen schreien, Urheberrecht, ich habe Angst, mir wird was weggenommen. Man muss da auch auf der anderen Seite sagen, wir fördern das ganz extrem und man sieht an Amerika, wie viel das gebracht hat, dass sie damals das Internet so unglaublich staatlich auch nach vorne gepusht haben mit Information Superhighway. Im Internet kann man deutlich merken, dass einfach ein kleiner Player, mit dem keiner gerechnet hat, hochkommen kann und riesengroßen Unternehmen Konkurrenz machen kann. Das bedeutet aber nicht, dass automatisch alle alten Marken verdrängt werden. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass eine Marke wie tagesspiegel.de oder auch andere Zeitungsmarken im Netz sehr große Relevanz haben werden, weil die Leute da Qualitätsjournalismus vermuten. Also sie wissen, was sie haben. Diese Marke ist eingeführt. Und damit hat die Marke, wenn sie im Internet ankommt, ein großes Potenzial eigentlich. Also ich glaube überhaupt nicht, dass etablierte Verlage verdrängt werden. Sie müssen sich aber im Internet natürlich aufstellen und sie müssen auch mitgehen. Also sie müssen auch das bedienen, was da gefragt ist. Aber ich sehe eigentlich für Marken im Netz eher eine riesengroße Zukunft, weil man braucht Orientierung. Man kann sich im Internet so umfassend informieren, dass Information keine exklusive Währung mehr von einem Journalisten ist. Das bedeutet aber nicht, dass Qualitätsjournalismus einfach ad acta gelegt werden kann, weil man muss natürlich auch die Zeit haben, man muss das als Arbeit sehen, investigativ zu recherchieren und gegenzuchecken, ob die Information, die man hat, richtig ist. Das heißt, es ist nach wie vor eine Aufgabe. Potenziell können diese Aufgabe heute eben einfach mehr Leute machen,
Die Frage ist, ob sie es wirklich tun. Und das ist ja auch so ein bisschen der Streit immer zwischen den Bloggern und den Journalisten. Seid ihr zu wir können auch genauso viel wissen wie ihr. Ja, aber ihr seid irgendwie subjektiv. So. Im Grunde genommen ergänzt sich das. Das Interessante am Netz ist immer, dass keiner genau weiß, wie und was passieren wird. Es ist ein experimentelles Medium und es ist auch ein Medium, das experimentell bleiben wird. Es wird nicht ein Format geben, das im Netz rockt. Man wird immer wieder neu austesten müssen, was geht. Wir sind über Jahre gewöhnt, dass wir alles privat filmen können. Wir können Fotos aufnehmen. Das konnten früher auch nur große Medieninstitutionen oder bestimmte Fotografen, die sich die Kamera leisten konnten. Wir konnten aber nie veröffentlichen. Das konnten nur richtig große Unternehmen, die diese gesamte Vertriebsstruktur hatten. Mit dem Internet kann jeder jetzt veröffentlichen. Und das ist ein Potenzial. Es kommt da auch ein Wissen zusammen, das noch überhaupt gar nicht richtig begriffen wurde. Da kann man wirklich sagen, es gibt eine Revolution durch die technischen Produktionsmittel. Und das ist noch nicht wirklich verstanden worden. Es wird meistens auch immer als Bedrohung verstanden und nicht als Möglichkeit, was da an Wissen zusammenkommt. Es ist schon ein speziell deutsches Problem, Veränderungen als Bedrohung zu begreifen. Glaube ich schon. Wenn man vergleicht, also Amerika sowieso folgt dem Claim, change is good, jede neue Möglichkeit, it's an opportunity. Man weiß auch nicht, ob man das so haben will, aber ein bisschen mehr das Potenzial betonen, anstelle nur die schlechten Seiten und das abzulehnen, wäre schon wirklich ganz angebracht langsam. Ich wundere mich auch immer, also es fängt wirklich jetzt erst an, wir haben seit Jahren das Internet global in der ganzen Welt und immer kommen noch die wichtigsten Player an Software oder an Webentwicklung oder an Applikationen, an Killer-Applikationen, wie man so schön gesagt hat, aus Amerika. Das ist irgendwie relativ seltsam. Da muss was in unserer Unternehmenskultur nicht stimmen. Aber hier kommt eben keiner auf die Idee, oder wenn er auf die Idee kommt, scheint er in unserer Unternehmenskultur mit dieser Idee nicht sehr weit zu kommen. Und das ist eigentlich schade. Also das liegt aber auch daran, dass Deutschland natürlich vom Unternehmertum jetzt her so ein sehr ingenieurhafte Herangehensweise hat. Und die Idee oder die Entdeckung oder das Pioniertum eher natürlich eine amerikanische Tradition ist. Es ist schon schade für Deutschland. Die digitale Bohème, das sind eigentlich, wenn man eine kurze Antwort will, Menschen, die mithilfe des Internets so leben und so arbeiten, vor allem, wie sie Lust haben. Es ist halt nur schade, dass so wenig, so wahnsinnig wenig Leute einfach die Möglichkeiten nutzen, die sich ihnen jetzt bieten, und stattdessen verzweifelt versuchen, an dieser innen schon einstürzenden Festung Festanstellung an die metallenen Tore zu schlagen, während auf der anderen Seite die Leute schon den Abgrund hineinfallen. Unser Buch dient dazu, aufzuzeigen, es gibt eine Alternative, die eben nicht das Prekariat ist oder das Einzelkämpfertum da draußen, sondern etwas Drittes, was eigentlich mit freudvollem Arbeiten in Gruppenstrukturen, die nicht gleich wieder eine Firma sind, zu tun hat. Ja, frei und selbstbestimmt mit seinem Laptop unterm Arm durchs Leben gehen, ist natürlich schön. Die Frage ist, wie viele Leute können das? Und wie viele Leute können davon leben? Für eine bestimmte Gruppe ist das hervorragend, und ich finde es auch wichtig, dass man sich klar macht, dass es immer mehr Leute geben wird, die so leben und arbeiten. Aber wir können eben nicht die gesamte Bevölkerung mit diesem Modell versorgen. Und so war das auch von Sascha Lobo und Holm Friebe und dem Buch Digitale Bohème nie gedacht. Sie beschreiben komplex, und es ist auch wichtig und richtig, dass sie das beschrieben haben und auch, dass sie das positiv beschrieben haben, weil das Modell von Selbstständigsein einfach heute ein ganz normales Lebensmodell ist. Und es ist auch ein gutes Lebensmodell, aber es darf eben nicht zum Zwang werden. Es muss noch Alternativen geben. Da gibt es eben diese Entwicklung, dass immer mehr Leute in immer mehr Eigenverantwortung getrieben werden, dass junge Leute heutzutage nicht mehr automatisch mit einer Festanstellung rechnen können. Das ist eine Befreiung, aber es ist eben auch in gewisser Weise eine Bedrohung, weil ich kann heute nicht mehr ankommen. Und in dem Moment, wenn ich mir noch damals wählen könnte, okay, ich gründe mit Debug meine eigene Firma, ich mache Erfahrung als Journalistin und ich lande irgendwann in der Chefredaktion von tagesspiegel.de, war das schön, aber ich habe es mir frei gewählt. Aber diesen Weg, konstant selbstständig zu arbeiten,
kann man heute nicht mehr unbedingt frei wählen. Wenn man eben jammert, Amerika ist beim Internet weiter, kann man sagen, das Schöne am deutschen System ist wirklich, dass wir daran glauben, dass es ein System gibt und dass das System auch in gewisser Weise einen Teil der Schuld hat, wie es uns geht. In Amerika ist jeder arme Mensch, der auf der Straße landet, selbst schuld. Und hier ist es schon so, dass wir uns darüber im Klaren sind, es gibt Verhältnisse und die sind nicht immer gut. Und man sollte die sozialen Sicherungssysteme auf keinen Fall irgendwie wegschmeißen, nur weil man merkt, es behindert einen ein bisschen der Globalisierung. Ganz im Gegenteil. Also man sollte eher von Amerika lernen, wie man weiter nach vorne denken kann. Aber man sollte den Leuten nicht ihre Sicherungssysteme wegnehmen. Man muss die Leute nicht total absichern, aber man muss sie deshalb auch nicht verunsichern. Und das wird halt gerade gemacht. Das finde ich scheiße. Momentan sind übrigens ganze Horden von Malern und Lackierern dabei, die etwas angestaubte Website des Tagesspiegels neu und bunt anzustreichen. Das Ergebnis soll eine Art Tagesspiegel 2.0 werden, was, wenn man wollte, zur Frage führen könnte, was ist eigentlich Web 2.0? Vielen Dank. Und das, liebe Zuschauer, war es auch schon für heute. Ich verabschiede mich und wünsche Ihnen eine inspirierte Woche. Bleiben Sie uns gewogen und schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein. Bis dahin bleibe ich Ihr elektrischer Reporter. Handelsblatt. Substanz entscheidet. Wer das große Wozu nicht beantworten kann, der rächt sich am ewigen Warum und schwelt seine Identität mittels Image ins Stammhirn. Lesen Sie das Handelsblatt 4 Wochen zum Vorzugspreis und sparen Sie über 30%. Jetzt bestellen auf handelsblatt.com.